Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und jetzt gibt es meine Prognose zum 11. Bundesliga-Spieltag. Dankeschön an jeden, der jetzt schon Daumen hoch ballert. Vielen, vielen Dank, ne, in diesem Sinne. So, Freunde, bevor wir jedoch auf die Bundesliga zu sprechen kommen, mal eine kurze Info zu La Liga. Heute um 21 Uhr spielt ja Barcelona gegen Villarreal und ich denke, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir Villarreal in Barcelona was holt. Ne? Ein X ist eine 460er, 470er Quote, X2 wird auch eine stabile Über-2er Quote sein. Ne? Und warum ich so denke, die haben im neuen La Liga-Spiel nur 3 Gegentreffer, haben 4 Siege in der Conference League, also Villarreal ist stabil. Ne? Und Barcelona, wir wissen um die Problemchen mit Barcelona und da könnte jetzt in die Krise, könnte jetzt Villarreal reinstoßen. Ist eins der wenigen Teams, die da vielleicht was in Barcelona anrichten können. Also im Auge behalten, das Spiel heute, Freunde. Und nicht wundern am Ende, warum Barcelona dieses Spiel nicht gewonnen hat. So, dann würde ich mal sagen, kommen wir sofort auf die Bundesliga zu sprechen. Morgen geht's los. Freitag Mainz gegen Köln. Ja, die Mainzer haben jetzt auswärts die Bremer mit 2-0 besiegt. Ne? Die Kölner nach der Krise, nach der Niederlage gegen Gladbach und den 2 Niederlagen gegen Partizan Belgrad 3-2 mühsam noch rausgezogen gegen Augsburg. Ne? Und ich denke, Mainz ist einfach 0-3-1 zu Hause. Da ist es langsam an der Zeit für den ersten Heimsieg. Ne? Und die Kölner sind momentan angeschlagen, die taumeln. Und ich denke, Mainz wird zu Hause Köln besiegen und Richtung Top 6 marschieren. Ja? So gesehen ist das für mich ein 3-1 Mainzer Sieg. Ist eine 2,15er Siegquote auf Mainz. Beide treffen 1,55, über 2,5 Spiel mit 1,72er. Dann kommen wir zu den Samstagsbegegnungen. Dortmund gegen Stuttgart. Und die Dortmunder, die überzeugen nicht. Ne? Da sind halt hier mal Siege, da mal Unentschieden, die positiv stimmen, wie das gegen Bayern in der letzten Sekunde. Aber dann kommen schwächere Partien. Und das ist nicht das Dortmund. Ne? Das ist nicht das Dortmund, das wissen alle. Und Stuttgart hat ja bis zuletzt noch kein Bundesligaspiel gewonnen. Ne? Dann kam der neue Trainer und der Durchbruch gegen Bochum. Und man muss hier bedenken, obwohl die Gegner nur Bochum und Bielefeld in den letzten beiden Pflichtspielen hießen, hat Stuttgart in diesen beiden Partien 10 Pflichtspieltore erzielt. Ne? Bedeutet, die Tormaschinerie, die ist warm geschossen. Und Dortmund-Stuttgart waren immer sehr torreiche Spiele. Ne? Da kamen manchmal 4-4 zustande und Dinge, die keiner davor hervorgesagt hat. Und ich denke, Stuttgart kommt jetzt mit einem positiven Hype nach Dortmund. Und die Dortmunder sind knackbar. Die sind auch zu Hause 3-1-1, 7-5 Treffer. Stuttgart zwar ohne Auswärtssieg, aber ich gehe hiervon aus, dass sie jetzt mit dem positiven Vibe in Dortmund was holen. 2-2. Über 3,5 Tore-Partie mit einer 2,35er, X ist eine 4,50er Quote. Und an alle, die kleinere Quoten lieben, ist die 1,45 für ein Tor Stuttgart sehr lukrativ. Also gegen dieses schwache Dortmund mit dieser Offensive zurzeit kann Stuttgart locker einmal treffen und dann hat man die 1,45er im Sack. Dann sind wir bei Leverkusen gegen Wolfsburg und ja, der spanische Trainerwechsel hat nicht viel gebracht bei Leverkusen. Die dümpeln da unten rum, ne? Ein Heimsieg aus 4 Spielen. Wolfsburg hat sich mittlerweile gefangen, 4 Pflichtspiele ohne Niederlage. Und die Leverkusener werden gegen dieses wieder etwas erstärkte Wolfsburg eine sehr schwierige Partie zu bewältigen haben gegen Niko Kovac. Und ich sehe, dass es eine Punktteilung ist. Wolfsburg traue ich auch nicht ganz einen Sieg in Leverkusen zu. Aber Leverkusen ist momentan unfassbar schwach. Und da werden die Wolfsburger alles dran setzen, um zumindest einen Punkt mitnehmen zu können. Und ich sage, Leverkusen trennt sich von Wolfsburg 1-1, X430er, X2 210er Quote. Dann sind wir bei Freiburg gegen Bremen.
Und die haben ja beide gestern 120 Minuten im DFB-Pokal absolviert. Bremen ist rausgeflogen nach Elfmeterschießen. Freiburg, ja, 94. in die Verlängerung gerettet, dann 190. ins Achtelfinale eingezogen gegen St. Pauli. 2-1-1 zu Hause. Bremen auswärts 3-2-0, also 5 Spiele ohne Niederlage auswärts. Aber die Bremer, das Sternchen, ne, das so aufgeleuchtet ist bei Bremen, verliert langsam an Glanz. Ne? Jetzt zu Hause gegen Mainz verloren, DFB-Pokal herausgeflogen und die Negativserie wird weitergehen in Freiburg. Freiburg wird Bremen 3-1 besiegen zu Hause mit einer 1,85er. Dann sind wir bei Hoffenheim gegen Bayern und ja, die Hoffenheimer eine ziemlich gute Saison bis jetzt. Ne? Klopfen da an Platz 4 in der Champions League ran. Zu Hause 3-1-1. Die Bayern auswärts 2 Spiele aus 5 gewonnen. Nur 2 Unentschieden, eine Niederlage. Und man darf jetzt eins hier nicht verwechseln. Ne? In Hoffenheim, das Spiel ist jetzt nicht ein Spiel gegen Pilsen oder gegen Augsburg. Ne? Im DFB-Pokal. Und meiner Meinung nach kann man auch die Hoffenheimer jetzt nicht zu hoch stapeln, weil sie in den letzten beiden Partien beide Spiele gegen Schalke gewonnen haben und dabei 8 Tore erzielt haben, denn es war nur Schalke. Ne? So gesehen ist das ein schwieriges Ding. Man muss hier auch bedenken, die letzten beiden Auswärtsspiele der Bayern war ein 2-2 in Dortmund und eine 0-1 Niederlage in Augsburg. Also auswärts ist das auch so ein Ding. Und ich habe auch gestern gegen Augsburg sehr viele Schwächen gesehen. Ne? Sehr viele Schwächen. Wenn man da stabil steht und ein bisschen das Glück des Tüchtigen hat und dann offensiv gute Punkte, gute Stiche setzt, ist da was möglich gegen dieses Bayern, vor allem zu Hause. Wenn man zu Hause gegen die Bayern spielt, mit den eigenen Fans im Rücken. Ne? Und ich glaube, für Hoffenheim ist leider schade, dass Kramaric nicht dabei ist. Der würde jetzt so ein Spiel gut tun. Trotz allem schätze ich sie sehr stark ein und ich sage, das Szenario wird so sein, dass sie gut stehen werden und Nadelstiche hier und da gefährlich setzen können. Ja? Sind offensiv auch begabt. Ne? Und vielleicht wird es auch der Samstag der Hoffenheimer und die spielen mal ein sehr stabiles Spiel zu Hause, werden gute Kontaktgelegenheiten sofort nutzen, in Führung gehen, vielleicht sogar 2-0. Ne? Und ich gehe hier von einem Sieg der Hoffenheimer aus. Hoffenheim besiegt die Bayern mit 3-1. Ist eine 5,70er-Quote auf Hoffenheim. Handicap-Sieg auf Hoffenheim ist eine 8er-Quote. Kann man drauf schielen. Sehr lukrative Quote. Über 1,5 Treffer für Hoffenheim ist eine 2,50er. Ja? Ich gehe einfach in die Richtung, dass die Hoffenheimer mal ein sehr stabiles Heimspiel hinlegen gegen Bayern, die knackbar sind. Ja? Augsburg gegen Leipzig. Augsburg hat sehr viel Kraft in das Spiel gegen Bayern jetzt reingesteckt. Nach 2 Heimsiegen gegen die Bayern kam jetzt im DFB-Pokal eine Kanter-Niederlage. Zu Hause nur 1 Sieg aus 5 Spielen und 3 Tore, ne? In 5 Heimspielen, sehr wenig. Leipzig auswärts noch ohne Sieg. 0-2-3 bei 3 Türchen auswärts. Und da muss was passieren. Die sind leicht gegen HSV weitergekommen. Werner und Kuku konnten pausieren und das wird für die Augsburger jetzt ein sehr schwieriges Spiel. Leipzig muss langsam auch mal einen Auswärtsdreier holen und langsam auch in die Tabellenränge kommen, wo sie eigentlich hingehören. Ne? Und ich glaube, die Augsburger werden dem nichts entgegensetzen können, außer ein Türchen. Augsburg-Leipzig 1-2. Wird jetzt auch kein glatter Sieg, denn dazu ist Leipzig auswärts zu schwach. Und Augsburg wird natürlich alles dran setzen, aber die Leipziger werden in Augsburg gewinnen. Das ist eine 1,55er Auswärtsquote auf Augsburg. Gladbach-Frankfurt, ja, die Gladbacher jetzt ein paar Verletzte. Ich glaube, Sommer und Hoffmann, ne, sind da angeschlagen. Zu Hause natürlich sehr stark, sehr stark. 4-0-1, 4 Heimsiege aus 5 Spielen. Frankfurt auswärts 2-1-1, aber trotz allem sage ich, Frankfurt ist jetzt wirklich Tendenz ins Positive. Und Frankfurt kann dort einen Auswärtssieg landen an einem guten Tag. Und ich glaube, jetzt kommt wieder ein schwächeres Heimspiel. Und Frankfurt macht ein stärkeres Auswärtsspiel und gewinnt in Gladbach 2-1. Das ist eine 2,85er Siegquote auf Frankfurt auswärts. Und dann sind wir mit den beiden Berliner Vereinen am Sonntag angekommen. Bochum, Union, Hertha gegen Schalke.
Und Bochum, ja, die dümpeln da rum. Das ist, ja, das ist der Abstieg zu 85%. Und jetzt kommt der Tabellenführer. Und es kommt nicht der Tabellenführer, wo ich immer gesagt habe, ja, was sucht Union eigentlich da oben, hier und da. Langsam muss man auch wirklich sagen, auswärts sind sie 3-1-1. Bei 8-3 Treffern spielen die unfassbar stabil. Ne, die haben gegen Bayern 1-1 gespielt, gegen Dortmund 2-0 gewonnen. Die Leipziger, wenn ich mich nicht täusche, 2-1 besiegt zu Hause. Also die auswärts dann gewinnen sie die Spiele in Stuttgart 1-0, holen die Dreier. Ne? Sind da wirklich auch momentan verdient. Erster mit einer sehr starken Defensive, aber auch einer sehr starken Offensive. Ne? Und Bochum wird dem nichts entgegensetzen und dieses Heimspiel klar mit 0-2 glatt verlieren. Ja? 2-0 Union-Sieg, Auswärtssieg Union ist eine stabile 1,80er-Quote, selbst das Handicap 1-0. Handicap 2 ist eine 3,20er Quote. Und bei Hertha gegen Schalke, ja, die Schalker jetzt. Trainer entlassen, neuer Trainer soll Gisdol werden oder ist er schon, ne? Aber wie ich jetzt gelesen habe, wird ein Co-Trainer, ich glaube, der ist Kreuzer, das Spiel leiten gegen die Hertha auswärts im Olympiastadion. Und ja, das ist hier so das El Kakiko, ne? El Kakiko. Zum El Clasico, denn das ist Not gegen Elend. Hertha gegen Schalke, das sind eigentlich zwei Teams, die hier um Platz 17 und 16 sich streiten werden in dieser Saison. Und Hertha in 5 Spielen in so einem Olympiastadion noch keinen Sieg geholt. 0-4-1 zu Hause. Schalke auswärts 0-2-3 bei 2-9 Tore. Ne? Also ist unfassbar schlecht. Und die Schalker haben jetzt richtige Schläge kassiert. Im DFB-Pokal haben davor schon Klatschen kassiert gegen Leverkusen und Hoffenheim. Und das wird nichts. Hertha wird jetzt mal einen Durchbruch schaffen. So für die Fans, für die gute Stimmung kurz vor Weihnachten werden sie so richtig zu Hause abgehen. Denn wenn du als Hertha BSC mit diesem Kader diese Schalker in dieser momentanen Verfassung zu Hause nicht klar besiegst, ne, dann musst du direkt die Saison abbrechen und in die zweite Liga gehen. Ja, das ist eine ganz klare Kiste für Hertha hier, obwohl die auch eine sehr schwierige Saison zu bestreiten haben, Freunde. Sage ich, Hertha BSC besiegt Schalke 04 zu Hause mit einem klaren 4-1. Wird aber nichts daran ändern, dass die nächsten Spiele dann auch wieder schwer sein werden. Ja, so gesehen 1,72er Heimsiegquote, Handicap 0-1-1 mit einer 2,70er kann man mitnehmen. Und über 3,5 Treffer ist eine 2,75er, über 4,5 Treffer ist eine 5er-Quote. Auch sehr lukrativ, wie schon im DFB-Pokal, wo ich euch gesagt habe, Stuttgart, ne, wird ein 5-1, waren 6-0, eine 4,50er für über 4,5 Tore gab es da zu holen. Habe ich euch nochmal angedeutet, Freunde. Ne? So gesehen gehen wir auf die Berliner am Sonntag. Kann man ja eine schöne Kombi draus machen, die Berliner Kombi. Ne? Vielleicht werde ich die auch starten mit normalen Siegen und Handicap-Siegen. Mal schauen, Freunde. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Maverick Berlin. Ihr wart auf Maverick TV. Danke für jeden Daumen hoch. Danke für eure Unterstützung. Peace out und ratatatata, macht die Geldzählmaschine. Yeah.